Die Wertstoffsammelzentren des Abfallverbands Schwechat haben während des derzeitigen Lockdowns zu den gewohnten Zeiten flächendeckend geöffnet. Auch den Abfallverband Schwechat hat die Nachricht über den neuerlichen Lockdown in ganz Österreich überrascht. Mittlerweile ist man aber auch schon krisenerprobt und hat eine erfreuliche Nachricht für alle Kunden. Unsere Sammelzentren bleiben natürlich für die Bürger offen zu den gewohnten Öffnungszeiten. Wichtig ist ganz besonders, dass man eben nur kommt, wenn man sich gesund fühlt, wenn man wirklich was Wichtiges oder dringend zu entsorgen hat, also nur für notwendige Entsorgungen. Ja, die normalen Corona-Regeln wie FFP2-Maske, Abstand halten, natürlich unsere Mitarbeiter geben Ratschlag, wo es hingehört, aber sie sollen eigentlich nicht helfen und eben den Abstand auch wahren. Frau Sophie Funiak, Sie sind im Bürgerservice tätig. Was tut sich zurzeit? Also ich bin die erste Anlaufstelle für alle Fragen, die die Bürger an uns haben. Viel ist natürlich jetzt im Aufkommen wegen der Corona-Zeit. Die Leute sind sich nicht sicher, ob sie jetzt ins Sammelzentrum fahren dürfen oder nicht. Und es ist klar, ja, sie dürfen. Es ist notwendig, dass die Abfallversorgung aufrecht bleibt. Sie können einfach vorbeifahren in den jeweiligen Öffnungszeiten. Es gilt nur die Maskenpflicht und dass wirklich nur in den dringenden Notfällen das Sammelzentrum aufgesucht wird und auch die Aufenthalte so kurz wie möglich gehalten werden. Was ist noch wichtig für die Bürger zu wissen, bevor sie kommen? Ja, ganz, ganz wichtig ist einmal, dass es einige Auflagen hier gibt. Wir haben Abstandspflicht, wir haben FFP2-Maskenpflicht. Unsere Mitarbeiter sind auch angewiesen, den direkten Kontakt hier etwas natürlich hintanzuhalten und nicht die Freundlichkeit, die wir normalerweise angedeihen, unseren Kundinnen und Kunden beim Ausladen zu helfen. Das dient der Sicherheit unserer Benutzer der Sammelzentren, aber auch natürlich dem eigenen Personal. Denn es ist ganz, ganz wichtig, dass unser Personal auch gesund ist. Nur somit können wir auch den Betrieb der Sammelzentren weiterhin gewährleisten. Wir brauchen ja fachkundiges und geschultes Personal, das wir sicherstellen. Und wenn wir hier gröbere Ausfälle haben, so müssen wir auf Notbetrieb umstellen. Und das wünschen wir uns nicht und das wünschen sich auch unsere Kundinnen und Kunden nicht. Nachdem beim ersten Lockdown im vergangenen Jahr alle Sammelzentren geschlossen werden mussten, steht nun der Service für die Kunden also weiterhin zur Verfügung. Wir waren ja alle ohne Erfahrung. Wir sind ja hier relativ rasch in den Lockdown gekommen voriges Jahr. Keiner wusste, was so recht los ist und damit haben wir auch die Sammelzentren geschlossen gehabt. Aber seit dieser Zeit sind wir doch um einiges gescheiter geworden und ja, wir sind auch natürlich auch reifer geworden und haben uns dann auch eingestellt. Und damit können wir einen gesunden und sicheren Ablauf auf unseren Sammelzentren gewährleisten. Und deswegen freut es mich, dass wir unsere Sammelzentren uneingeschränkt hier offen halten können.